Ja moin, herzlich willkommen zurück zum Last Epoch Gameplay. Nächster Part mit der Rotmind Leash. Und jo, wir müssen hier diese Eier, wie oft Beholder, Imperial Watch besiegen. Und danach Akt 6 fertig machen. Die letzte Quest hier. Außer der Boss besiegen. Die zwei Busi. Und ja, der Beat ist eigentlich ziemlich gut gestartet. Also gestartet. Auf dem letzten Part recht stark gestartet, obwohl ich im vorletzten Part ja eigentlich so gedacht habe, Rotmind ist jetzt doch nicht so eine Mega Damage Plus und alles Mögliche. Doch relativ schon, man bedenke einfach mit anderen Charakteren. Geht es sogar noch länger, also es ist halt einfach ein bisschen eine zähe Kurve hier, bis man dann Akt 8 ungefähr ist und es dann wieder ein bisschen schneller geht. Beziehungsweise Akt 8 halt schon ein bisschen schwieriger ist. Ja. Man kann es nicht so sagen, in Last Epoch ist es also ein bisschen durcheinander. Der Schwierigkeitsgrad ist halt gegnerabhängig und itemabhängig. Sehr. Jo. Und eben, ich max so langsam. Ich bin einfach ein bisschen squishy. Ich brauche dieses Wufenfleisch eigentlich so schnell wie möglich. Ansonsten, ja, ich bin hier zu squishy für das Level. Und ich kann mal schauen, ob was kommt. AC. 41, noch 5, noch 10 Level. Oh Gott. Ja, also es. Ich muss ein bisschen umdenken, ich muss ein bisschen, ja, irgendwie an Resistenzen kommen am besten. Jo. Boah, der Damage. Also der Damage ist nicht so hoch, aber es ist das ein direkter Dot gewesen. Direkter Tod-Dot. Ja, wie steht es eigentlich um Path of Exile? Da ist ja ein sie in einer Liga gestartet diesen Monat und irgendwie habe ich kaum etwas mitbekommen. Es ist einfach so eine Art neues Itemsystem, also dass du irgendwie Bonis dazu bekommst auf manchen Items. Es ist nichts Spannendes. Also, ich weiß nicht. Path of Exile ist für mich halt immer eine mega Arbeit. Ich würde schon gerne spielen, aber ich habe einfach keine Zeit dafür. Ich möchte gerne neue Sachen entdecken und nicht immer das Gleiche. Jede Season, also jede Liga, gibt es irgendwas das Gleiche zu machen. Es ist, ja, wie viele Liga ist es? Und für die 30, 40. Einfach nach so 30, 40 Mal das Spiel durchspielen, einfach langweilig. Wenn nicht mal etwas Größeres kommt. Etwas, ja, ein wirklich mega neuer Story-Abschnitt oder so. Aber der ist nebensächlich, also es wird schon geupdatet, Atlas of Worlds wird schon irgendwie so ein bisschen abgedatet von der Story her und so. Aber sehr wenig und halt, ja, nicht gerade das, was man halt in einer Liga auch machen, schauen will oder erleben will oder so. Bisschen schade. Und jetzt starten ja die Seasons auch hier in Last Epoch. Ab dem 25. Mai geht eben das los mit einem neuen Patch. Ich mache die Season natürlich mit, auch wenn ich nichts davon habe. Ich werde ja nicht Erster. Auf keinen Fall. Also dafür spiele ich einfach viel zu. Kann halt immer nur Videos machen. Und es dauert ein bisschen, bis ich wieder spielen kann und so weiter. Und ja, es ist einfach zum Spiel vielleicht neuen Content zu haben, doch ein bisschen spannend. Aber was? Also gibt es überhaupt neuen Content? Wahrscheinlich sogar die erste Season nicht. Und es gehört einfach zu diesem Patch, der jetzt dazu kommt. Aber was haben dann die nicht Season spielen, die einfach weiterspielen hier? Keine Ahnung. Ich frage mich so die Entwickler, ob sie wirklich auch alles umsetzen wollen,
was sie eigentlich immer planen oder ob es irgendwie zu schwer für die ist, überhaupt vorwärts zu kommen, fertig zu werden. Weil jetzt haben sie mit diesen Season, mit diesen Abschnitten liegen und Seasons natürlich noch mehr zu tun. Und haben ja schon lange gesagt, dass erscheinen die drei neuen Charakterklassen. Nö, sie kommen nicht. Sie brauchen immer wie länger. Also ich hätte gedacht, Ende 2022 würden die Klassen erscheinen. Und jetzt wird es wahrscheinlich nicht mal 2023, bis die kommen. Ja, doch schon. Aber ja, es wird wahrscheinlich März werden. Das ist echt schade. Ich bin einfach ein bisschen sauer, dass immer alles so lange gehen muss. Ich kann ja schon verstehen, die Entwickler sind nicht groß. Aber wenn sie doch irgendwas ankündigen, dann sollen sie das auch irgendwann mal bringen. Meine Güte. Also ich stresse die Entwickler nicht, aber wenn sie irgendwas schon 3 Jahre davor angekündigt haben, sie bringen es und so, dann sollten sie das auch bringen. Meine Güte. Sonst sich mal auf die Klassen konzentrieren, wir wieder etwas Neues zum Spielen haben und dann irgendwie etwas fertig machen, wie zum Beispiel das Handeln oder ja, irgendwie die Akte. Ich weiß nicht, wie sie sich so extremst auf die Akte ja, sich konzentrieren, wenn man die ja sowieso sofort wieder fertig gespielt hat. Also, ja, Akte sind für mich in einem Action-Rollenspiel nicht nötig. Ich will anderen Konten spielen. Ich will Endgame-Konten spielen. Meine Güte. Das kommt halt auch nicht. So ein richtiges End. Wo ist es? Was mache ich? Corruption 800 Millionen. 800. 800. 1800 vielleicht. Aber sonst. Was mache ich dann groß? Mir ist schon langweilig, wenn ich die ersten Corrupter, wenn ich den ersten Boss da besiege, diesen Corruption Boss, der mir die Maps, also die Monolithen corruptet, korrumpiert. Ja, es ist ein bisschen, jo, der Entwickler macht ein bisschen falsche Dinge. Ich würde am liebsten wirklich dem Entwickler ein bisschen etwas sagen. Mach das und mach das, weil es lohnt sich dann für die Spieler natürlich mehr. Also ich weiß, wie ich ein Spiel entwickeln muss, worauf ich die meisten Sachen, also meiste Zeit investieren muss. Aber scheinbar die Entwickler, 11 Tours Games, nicht. Ich weiß es nicht. Aber, jo. Ich meine, es ist eines der wichtigsten Sachen, so ist das Item-System. Und das klappt immer noch nicht gut genug. Manche Unix sind immer noch viel zu heftigst oder zu schwach. Ja, es ist einfach noch nicht so richtig ausbalanciert. Und ich kenne eigentlich immer nur Builds, die ein Unix brauchen, das man nur schwer bekommt. Einfach nervig. Aber trotzdem ist es eben. Nein, bitte nicht. Oh Gottchen. Last Epoch, ey. Ich kann halt einfach nicht hier. Meine Güte, ich habe die Bosse fast besiegt. Ich kann hier nichts kompatibel machen. Verdammt nochmal. Mein Gott, Windows 11 ist so ein Schrott. Es ist immer der Grafikkartentreiber das Hauptproblem. Ich weiß nicht, ob ein Video überhaupt für Windows 11 entwickelt oder nur für Windows 10 oder sogar Windows 8 erst. Aber Nvidia hat so viele Probleme, auch weil das Betriebssystem halt auch stark wird, oder? Also sich stark erneuert. Aber bei denen ist es auch bei Radeon. Wird es mal gut? Wird es mal weniger crashen? Nein. So, ich sag so, nein, das wird sich nie ändern. Also, das wird, hat sich so eingespielt, ja. Aber
Aber aus Schrott kannst du halt meistens nur mehr Schrott machen. Meine Güte, mal einfach drüber fixen. Crashs mal beheben. Nein. Sie wollen ja jeden Monat eine neue Grafikkarte rausbringen. Das können sie nicht. Das geht ja nicht mehr. Ist echt doof. Also richtig. Ich fühle mich gerade extremst verarscht. Also irgendwann mal hole ich meinen alten PC zurück. Also wirklich den alten. Nicht der weniger alte. Das muss ich überhaupt noch skillen. Ah, die zwei. Damage oder eigentlich das. Ja. Weil wir poisonen ja. Dann machen wir mehr Schaden an die poisonen, vergifteten Gegnern. So, Reaperform auch. Noch mehr Damage. Oder bin ich fertig? Ja. So. Jo, also. Sonst muss ich halt Pausen machen von Last Epoch, wenn ich da zu viele Crashs habe. Also einen pro Video geht ja noch, aber. Meine Güte. Ich weiß gar nicht, was ich hier skillen muss. Das da oben. Also muss ich noch einen Punkt hier investieren. Und dann vorne vielleicht noch. Ja. Nein, eben, also. Das ist jetzt gerade einfach ein bisschen demotivierend und. Ja, was soll ich sagen? Es ist. Einfach schwer ein Spiel zu haben, das immer wieder crasht. Und wieso kommst du eigentlich jetzt hier hin? Ich hab dich nicht gerufen, du dummer Bandwurm. Ich bin ja nicht so tanky. Wieso habe ich eigentlich immer den hier ausgewählt jetzt? Was habe ich den anderen? Kann natürlich bei dem schauen, wie gut es geht. Nicht im Gift. Ich sehe das Gift kaum. Da ist noch eine Pfütze geworden. Erschienen. So. Also, wo waren? Jetzt ging ja der Boss recht gut. Es war nicht ganz so schnell wie man an. Ja, vielleicht schon ein bisschen. Ja. So. Also, ich habe ja jetzt in diesem Part, im vorigen Part, auch wieder so ein bisschen die. Ich muss ein bisschen defensiv. Im Moment nicht. Nein, ich brauche keine Hilfe. Gut. jetzt möchte ich wieder ein bisschen an die Positiven kommen. Eben das Worldbuilding. Wie viele Mal habe ich jetzt das schon mal gesagt? Ich finde es einfach fantastisch. Also vor allem auch dieser Tempel hier. Ja, die Lava sieht jetzt nicht so schön aus. Die sieht ein bisschen unrealistisch aus. Aber so. Ja. Aber die verschiedenen Biome, also Levelabschnitte, sehen wirklich toll aus. Akt 7 sind wir ja jetzt, glaube ich schon. Ja, schon Level 7, Akt 7. Und so das Eisen, so das gefällt mir sehr. Aber die Gegner nicht so. Manche Gegner sind ein bisschen übertrieben zäh oder übertrieben stark. Ich sage nur Avalanche-Boulders. Aber jo, die Gegner ist ja ein anderes Ding. Also das Worldbuilding fantastisch. So Welten möchte ich halt auch ab zu in Rollenspielen oder so haben. Also, ja. Sonden irgendwie so ganz langweilige Open Worlds würde ich gerne so ein bisschen. So ein Worldbuilding haben mit einer riesigen Festung und alles Mögliche. Das wäre cool.
Manche Gebiete stören mich auch so ein bisschen als ja, Nervenkranker. Habe ich manchmal einfach so ein bisschen Probleme mit der Überbeleuchtung oder mit den Unschärfeffekten. Einfach mehr, ja, die Grelligkeit halt ein bisschen ohne, also hinter nicht die Überstrahleffekte oder so, sondern die generelle Helligkeit. Aber seit 0.9 hat es ja auch wieder ein bisschen grafisches Update gegeben. Manche Gebiete sind wirklich viel schöner geworden und so. Und da habe ich nämlich immer noch nicht satt gesehen. Ich finde jetzt dort, weil es einfach ein bisschen länger geht, die Gegner zu töten, ein bisschen nervig. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, dass die Gegner nicht mich töten, nicht erwischen. Und ja, ich muss echt jetzt irgendwie etwas Defensives noch herholen. Aber was? Ich habe kaum Items. Wir haben nicht so viel grinden können. Vielleicht ein bisschen mehr in die Leash-Form gehen. Das ist manchmal einfach. Jo, dann.